Dann gucken wir mal. Also Donphan muss einmal raus. Ah, Donphan hat auch noch ein Minus-Bedeff-Wesen. Mega geil. Und Blaziken wurde einfach aus der Lebe gerissen. Menschen, die sich in ihre Entführer verlieben oder Vergleichbares. Boah, okay, wild. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da sehen würde, aber hey. Also wir nehmen mal Fukano rein, weil wir müssten eigentlich was Passendes da haben. Ja, und dann eigentlich will ich schon meinen Ground haben. Ich weiß halt nicht, ob der sich in irgendeiner. Haben wir einen Mondstein? Weil dann könnten wir auch den da reinnehmen. Tauni von der Achterbahn entführt, ja. Weil Kampf-Pokémon sind jetzt auch gerade. Wobei wir haben Togekiss und Bisaflor, das heißt, wir könnten auch Mamo reinnehmen. Imagine jetzt noch Psyau auf der Bank. Ja, mehr Psyau, oder Freunde? Mega Bock. So, wo sind meine Items? Hab ich einen Feuerstein da? Dann finden wir nämlich mal heraus, wie es mit so Dings weitergeht. Und wir haben wirklich keinen Feuerstein, kann das sein? Touchstein, Finsterstein. Wir haben unironisch keinen Feuerstein bisher gefunden. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Mondstein hätten wir aber für Nidorino. Na gut, aber ansonsten geht's dir gut, Jerry. Und hallo Cat Gemma, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, mit Antikraft normalerweise, aber ich glaube, das ist geändert hier. Haben wir das nicht schon 10 Millionen Mal besprochen? Also manchmal habe ich auch das Gefühl, ihr seid nicht so ganz anwesend. Ne, wir haben anscheinend keinen Feuerstein. Mega geil. Das freut mich aber. Dann nehmen wir stattdessen. Puh. Feuer hilft mir gegen andere Feuer. Boah, wir brauchen unbedingt was für Feuer, ne? I guess wir müssen Georock reinnehmen. Ja. Oder Maxax. Ich glaube, Maxax klingt auch nach einer geilen Sache. Ich würde aber trotzdem, weil Feuer sieht ja mega kacke aus. Und ich glaube nicht, dass wir mit Tohaido so viel hier rausholen. Deshalb würde ich mal den Squad darauf abändern. Ich meine, Elektro resistieren wir jetzt auch ganz gut. Das heißt, wir bräuchten den dann doch wieder nicht. Und könnten noch mal gucken, ob wir vielleicht was anderes noch reinnehmen könnten, was reinpasst. Der Bulky Water und Dark Type. Ich meine, wir können halt einen zweiten Flying dann mit reinnehmen. Wobei Eis schaut jetzt auch wieder nicht mehr so geil aus, ne? Mann, hätten wir einmal einen Feuerstein, wäre das ganze Problem einfach weg. Wir könnten Kadabra reinnehmen. Wir könnten Dork reinnehmen, actually. Dann hätten wir auch mal wieder einen Speedymon. Komm, den nehmen wir mal rein. Und dann gucken wir mal. Ich meine, jetzt wird erstmal eh ganz viel gelevelt. Das würde jetzt erstmal eine Weile dauern. Natu, nee. Nee. Da sehe ich mich nicht. Dann haben wir Alola Krein und Alola Stone wieder drin. Kadabra ist Bulkimon. Ja, es ist immerhin eine Psychoresistenz. Der ist schon mal etwas. So, ich hoffe, ich wollte gerade sagen, dass der sich noch entwickelt. Wunderbar. Ich sage, Alola Geowatz hat es auch noch nie in meinem Leben benutzt. Mit seinem Bauscherchen da. Von einem Bart. Alola Golem ist auch so ein weirdes Mon, ne? Ich weiß echt nicht, warum der überhaupt existiert. Jetzt erster Kampf, Verfolgung, Tod. Sag doch sowas nicht. Warum hassen sie mich? Dog, der Starter lebt wieder. Ja, der wurde irgendwann wiederbelebt. Mehr Bartwuchs als wir alle zusammen, vermutlich. Boah, ich wünschte auch echt, dass mein Bart mal so ein bisschen mehr, also nicer noch von den Haaren werden würde. Ich weiß halt nicht, was man da so machen müsste, damit die so richtig nice aussehen, wie so bei Leuten, die halt einen richtig nicen Bart haben, sag ich mal. Das ist so momentan mein größter Konflikt mit meinem Bart, den ich habe. Neben dem, dass ich natürlich so abnehmen will, immer noch dies, das, aber ja, das schieben wir erstmal nach hinten, ne? Älter werden Zeit regelt. Aber älter werden dauert, ja. Das ist ja nicht der Gameplan dann. Es liegt nicht am Bart, es liegt an dir, weiß ich jetzt nicht. Blattwerk, nee. Lass das mal. Hör dir auch das Entwicklungsvieh an, nee. Downy hat Konflikte mit seinem Bart, ja.
Habt ihr keine Konflikte mit eurem Bart? Steirat so Baby-Buberlippe. Ich finde das immer so, ich muss sagen, ich finde das immer ein bisschen witzig, wenn so richtige Pumped-Leute ich in irgendeiner Form sehe. Und dann haben die so ein Baby-Buberle-Gesicht einfach. Das find ich ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Du könntest dir so einen Hautroller kaufen, der macht den Bart dichter. Das klingt actually nach etwas, was zumindest ganz nice klingt. Ich habe halt nur so einen schwarzen Kamm, so diesen Klassiker, womit man halt so ein bisschen nach unten zwiebelt. Also mehr nicht. Man schafft selten mehr als ein Jahr pro Jahr. Ist schon ein Problem. Aber was habe ich gesagt? Oder was? Ach so, wegen der Zeit. Ja, aber. Ihr wisst doch, wie es gemeint ist. Ihr wisst es doch. Ah, ich freue mich jetzt mit den lauter Non-EVs-Mons gleich zu spielen. Großartig. Okay, wir haben immerhin schon mal einen Stab-Angriff. Das ist schon mal ganz gut. Und dann haben wir jetzt auch gleich unser Mega. Ach, Maxax ist auch so ein geiler Haudegen, ne? Das ist der Wahnsinn. Ist Maxax wirklich der Beste zum T-Spikes rauslegen? Nee, aber ich dachte mir, maybe gibt es einen Moment, an dem das irgendwas bringt, ne? Ja, aber die Gegner haben ja EVs in dem Spiel. Das ist ja das Problem. Hätten jetzt keine EVs, dann wäre es nicht so schlimm. Aber da sie welche haben, schwierig. Du könntest auf Route 1 gehen und EV trainieren. Das können die wirklich machen. Aber meine ich nicht. Maxax ist aktuell für mich zu langweilig. Was? Inwiefern zu langweilig? Seelenherz! Ja, mega toll. Jedes Mal, wenn ein Pokémon besiegt wird, den Spezialangriff. Das ist doch eine tolle Fähigkeit auf Maxax. Bombastisch. Bombastic. Siegeswille auf dem wiederum ist ganz nice. Bombastic Side-Eye. Kriminell Bombastic Side-Eye. Freunde, wofür stimmen wir eigentlich bei den Jugendwörtern? Ah, ist die Kadabra geil. Was sagt ihr, ist es? Was sagt ihr, wird's? Ich muss persönlich sogar sagen, ich glaube, was ich gut passend finde, ist. Also auf Lock finde ich gut. Und ansonsten. Was war noch dabei? Irgendwas gab es noch, was ich gut fand. Der hat sich aber schnell entwickelt, du. Erholung. Ah ja. Heißt es nicht eigentlich Criminal Offensive Side? Ich glaube ja. Ich bin stark für Slay. Nee, Slay ist ja gar nicht mehr von diesem Jahr her. Dimensionsloch. Na guck mal, das klingt doch nach einer guten Attacke. Mann, bis nächsten Orden ins Team Force. Ein paar Punkte. Ach, warum? Bro, unser Team ist doch eh so kacke. Was ist denn los mit euch? Flock habe ich davon noch nie gehört, dann lebst du aber auch nicht im Internet, Suppenspecht. Dann weiß ich auch nicht, wo du gerade lest. Ich bin für Gammelfleischparty. War das nicht irgendwie letztes Jahr oder so? Und hallo Cesarius, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ja, dann fliegt Doc halt wieder raus, ne? Yay, Papunga. Uhu. Und wieder ein bisschen leveln, Freunde. Mega. Ja, ansonsten. Es gab noch irgendwas, was ich am besten fand, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ah, Blattgeise. Ja, das nimmt man mit. Erstmal Pokédex-Einträge holen, ja. Papunga mega broken, bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Hacks, in denen Papunga wirklich gut ist. Jetzt kommt Wunderwache Papunga. Das wäre natürlich sehr geil. Dann habe ich kein Auge gemacht. Dann ist Papunga. Wobei bei den Random Moves, glaube ich, wird mir das auch gar nicht so viel helfen. Luftschnitt, okay. Immerhin kriegt der Stab-Angriffe. Das ist schon mal etwas. Bringt mir bei 55 nicht so nice Wertehalter. Was ist Wertehalter gewesen? Ist das mit dem Item? Mega geil. Gott sei Dank. Copy kann nicht sein Item verlieren, Freunde. Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass das passieren könnte. Ich habe ein paar Punkte in Worldwide. Mit Strolch ist der interessant. Ja, das kann ich bestätigen. Dass der mit Strolch relativ interessant ist. Ja, scheiß mal auf Bombosat. Besser als 90% des restlichen Teams weiß ich jetzt nicht. Will jetzt nicht so unterschreiben.
Fast letztes Jahr so zu. Echt? Das ist schon so lange her? Krass. Ich wusste nicht, dass das so lange her ist, das mit der Gammelfleischparty. Was war dann? Es gab doch auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendein ganz komisches Wort, wo ich mir auch dachte, irgendwas mit Dino oder sowas. Gab es nicht auch irgendwas mit einem Dino oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade einen Messestand aufgebaut für die Landwirtschaftsmesse, wo meine Firma Aussteller ist. Ganz wild. Letztes Jahr war cringe, das Wort, aber cringe passt ja auch gut. Gegen cringe kann man auch nichts sagen. Gomme-Mode war absolut weird. Ja, der mächtige Gomme-Mode, oder Freunde? Psy-Shock hätten wir noch. Finster-Aura. Nee. Explosion, Zauberschein. Strauchler-Akrobatik, Verhöhner. Gift-Hieb könnte Maxax noch lernen. Das ist ganz cool. Statt den Giftspitzen. Jugendwort generell weird, weiß ich nicht. Also Goofy ist, glaube ich, auch dabei. Das finde ich passt eigentlich ganz gut rein. Oh, kann der SD? Okay, das ist schon mal etwas. Das ist schon mal besser als nix. Eine jüngere Arbeitskollegin wusste nicht, was cringe heißt. Ja, dann ist die aber auch einfach lost. Was heißt denn Goofy? Oh, der mit U-Turn ist geil. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie erklärt man Goofy gut? Naja, Goofy ist halt einfach so, also du kennst doch den Disney-Charakter Goofy, oder? Damit, darauf bezieht sich Goofy im Endeffekt. Oder? Das ist doch so ein bisschen eine Referenz auf den Werten Goofy. Alola Stone kann auch. Ah, okay. Dann machen wir, glaube ich, mal Steve weg. Herumblödeln. Nein, also herumblödeln trifft es ja gar nicht, hä? Also es ist halt einfach, wenn man so ein bisschen weird aussieht und ein bisschen so ein bisschen der Kaschballe ist. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht Kaschballe noch erklären. Wobei, Kaschballe trifft es eigentlich auch nicht so wirklich. Es ist so. Das Ding ist, es ist halt eigentlich so selbsterklärend, weil es ist halt einfach wie der Charakter Goofy eben so ein bisschen. Leicht dämlich oder weird, aber halt nicht schlecht. Ja, genau. Nee, Goofy ist für mich nicht direkt schlecht. Also ich würde es auch eher als so. Ja, ist halt so ein bisschen. Er ist ein bisschen weird, aber irgendwie macht ihn das auch ein bisschen sympathisch. So in die Richtung würde ich es ein bisschen aufstellen. Da komm, du kriegst den Kingstein-Hoppy. Viel Spaß. Tollpatschig, das kommt auch ganz gut hin. Ja, so wie halt der Disney-Charakter Goofy ist. Okay, eins bitte in den Chat, wenn ihr den Charakter Goofy aus Disney kennt. Und bitte zwei, wenn ihr ihn nicht kennt. Weil das wird mir jetzt gerade. Also, ich habe gerade ein bisschen zu viel Angst, dass Menschen den Charakter Goofy nicht mehr kennen. Oh, Jerry muss wieder den ganz witzigen Kerl machen. Haben wir da noch einen Kampf? Ja, haben wir. Ich sollte auch mal wieder einfach speichern. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon. What the actual hell, warum kennt ihr den nicht mehr? Wer bitte entblößt jetzt eine. Ach du heilige Scheiße. Oh nee. Wobei der kann wen. Okay, pass auf, Papunga. Das ist jetzt deine große Stunde. Deine große Stunde. Du kannst jetzt sweepen. Fassade. Guck mal, der macht was Dummes. Guck mal, wir gönnen uns noch den nächsten SD. Das ist dein Motto und ich mach dir Gedanken. Ne? Das ist leider korrekt. Welches Tier ist Goofy? Ist Goofy nicht ein Hund? Oder? Das ist doch so ein Hund, oder nicht? Goofy nicht auch ein normales englisches Wort? Ich glaube ja. Goofy ist eine Giraffe. Ja, das Traurige ist, Jerry würde ich es auch noch zutrauen, dass er es ernst meint. Das ist das Problem an der Sache. Also ich bin mir sogar sehr sicher, dass das ein Hund ist. Weil mich das immer irritiert hat, warum es den Charakter Pluto gibt, der halt actually ein Hund ist. Und dann gibt's Goofy, den. Ah ja, mega Gladi auf sympathisch. Auf sympathisch mit Bedroher, lieben wir. Aber wir sind schneller und killen den, seht zu. Ja, Hoppy, das war's dann wohl. Das ist aber schade, dass der so schnell gestorben ist. Mist. Mann. Ich habe aber angekündigt. Der muss jetzt durchziehen. Und hätte der nicht was sehr Effektives ge. Ich bin ehrlich, ich dachte aber auch, Papunga wird den halt outspeeden, ne?
Also, um ehrlich zu sein, ging ich jetzt nicht davon aus, dass ich langsamer bin, nachdem ich drei Level über dem bin. Und dann hätte der ja auch einfach gekillt. Also so ist jetzt nicht. Und eigentlich, also ich glaube, die sind gleich schnell im Endeffekt. Warte, was kommt Machomai, glaube ich, ne? Die haben, glaube ich, beide 110 Base Speed. Aber ich bin ja drei Level auch noch drüber, ne? Das kommt ja hinzu. Boah, von Machomai habe ich aber auch ein bisschen Respekt. Deshalb, wir kehrtwenden hier direkt mal wieder raus. Okay, Gott sei Dank verstärkt er nur seinen Fokus. Das ist okay für mich. Das darf er machen. Nee, also Wesen haben die garantiert in dem Spiel nicht. Wesen haben die nicht. Aber, also, ich weiß halt immer noch nicht, wie die EVs in diesem Spiel funktionieren. Ich weiß nur immer, es existieren EVs in dem Spiel, aber ich habe keine Ahnung, wie die verteilt sind, was genau da gemacht wird oder so. Da bin ich komplett raus. Da habe ich halt gar keinen Überblick. Der hatte eine coole Pose, muss ich sagen. Die war irgendwie fancy, muss ich gestehen. Meine Frage, kommt eigentlich nach Grandiras noch irgendwas? Weil normalerweise kommt ja dann in Usum das Feen-Trial noch. Gibt's das hier? Und ich weiß nicht, ob ich Simoko schon Hallo gesagt habe. Wenn nein, dann Hallöchen Simoko. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich habe ihm gerade so die Hand gegeben. Ja, das traue ich Jerry leider auch zu. Vor allem der Kingstein war sogar auf Papunga drauf. Ich habe alles dafür getan, dass Papunga der King wird. Schade. Dann kommt jetzt wohl doch Simsala rein, ne? Mit der guten alten Mumie. Try gibt es nicht. Eben, das weiß ich ja. Deshalb ist die Frage, ob stattdessen noch irgendwas anderes hier existiert oder was anderes. YouTube sagt mir gerade, dass du live gehst. Wieso sagt dir YouTube gerade, dass ich live gehe? Was? Was? Im Sonne und Mond kommt nach Samantha nichts. Das heißt, wir müssen gegen Grandiras antreten. Und dann kommt irgendeine Samantha-Kacke, wo wir keine Ahnung, was genau machen. Weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Okay, schau mal eine Finsteraura auf, Doc. Das ist ganz nice. Spontan live auf YouTube. Ja, das wäre. Ich glaube, das darf ich nicht. Also gleichzeitig glaube ich, ist nicht erlaubt. Ich dürfte sogar offiziell auf YouTube streamen. Flammenwurf auf dem. Das ist ganz nice. Aber ansonsten doch darfst du. Nee, ich glaube, ich darf vertraglich nicht gleichzeitig drauf streamen. Also ich dürfte Psychokines, aber ich finde Dimensionsloch immer zu treffen eigentlich ganz nice. Du bist kein Partner. Aber ich bin Affiliate-Partner. Ich glaube, dann darf ich das auch nicht als Affiliate. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich hätte jetzt gesagt, darf ich nicht. Ich darf auf YouTube streamen, solange es nicht gleichzeitig ist. Das hätte ich jetzt so im Kopf gehabt. Darfst nicht auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Hätte ich, wie gesagt, auch gesagt, dass das nicht geht. Macht euer YouTube das nicht. Hä, aber also wegen dem. Ah, wahrscheinlich der Community-Tab hat dir das gesagt, oder? Ich vermute, dass es ist. Hat Sefi auch schon mal gemacht, dem ist nichts passiert. Also ich werde es trotzdem nicht machen, weil es ja irgendwie weird. Ich weiß nicht, wie ich auch vor allem zwei. Ah, oh, nee, bitte lass mich einfach gehen. Bitte lass mich einfach gehen. Danke. Wie ich da zwei unter Kontrolle halten soll. Aber ja, man weiß ja nie, ne? Ich wurde sogar hier. Ja, okay, ich musste eh Simsala reinholen, ne? Also von dem her ist wurscht. Aber dann haben wir eigentlich doch jetzt echt nicht mehr so viel in diesem Spiel vor uns, oder? Gibt es da irgendwie was noch? Weil eigentlich, dann kommt noch der Samantha-Kampf. Und dann geht es ja eigentlich zur Liga. Das heißt, der nächste Stream ist dann vermutlich am Sonntag die Liga. Ich denke, wir werden dann am Sonntag einfach das Ding zu Ende machen, wenn da nur noch so wenig kommt. Also ich hoffe halt, wir kommen noch zum Samantha-Kampf. Dass wir den abhaken und dann könnten wir Siegesstraße plus Liga einfach machen. Das ist ein großer Oschi. Das klingt mir eigentlich nach einem ganz guten Plan. Ich denke, so in der nächsten halben Stunde kriegen wir das easy hin. Schon eine Idee, was danach kommt? Na, ihr wolltet Radical Red. Deshalb wäre jetzt mein Vorschlag Radical Red. Außer es gibt einen besseren Vorschlag, dann nehme ich den auch. Nanashi. Da war noch groß, der kleine Racker inzwischen. Also wir können auch gerne. Was macht der da gerade? Ah, das war
Was ist Iron Defense? Ich weiß es nicht. Ah, Barriere. Das ergibt auch viel Sinn. Wolltest du nicht Radical Red auf dem Kanal zocken? Ja, aber dann hatte ich halt so Bock auch selber. Also ich habe ja trotzdem mies Bock, das Spiel zu spielen. Stromstoß. Und irgendwann, ne? Oh, geil, der kann wirklich Stromstoß lernen. Das ist natürlich ein Träumchen. Dann mach mal Mülltreffer weg, würde ich sagen. Weil das Ding ist ja halt einfach, es gibt noch so viel, was ich auch auf den Kanälen bringen will. Irgendwann muss ich das alles ja auch dann einfach mal machen. Und im Stream wollen wir ja auch irgendwas Nices machen. Und da sollen ja die Leute auch Bock drauf haben. Und wenn ihr sagt, ihr habt halt Bock auf Dings, dann. Ja, nein, Jerry, es wird hier kein Nintendo-Content kommen. Darüber haben wir schon oft genug geredet. Wir haben schon oft genug festgestellt, dass es nicht der Sinn der Sache. Pokémon Garbage Green. Nee. 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 Ich werde diesen Krieg gewinnen, ne, wirst du nicht. Also ich sag mal so, solange du nicht für jeden Donkey Kong Stream, weiß ich nicht, mir 20 Euro oder sowas gibst, wirst du diesen Krieg ziemlich sicher nicht gewinnen. Wobei ich sag sogar, über Donkey Kong könnte man noch reden. Weil das Ding ist, ich glaube, Donkey Kong und Mario Galaxy liefen eigentlich gar nicht so kacke. Aber da ist halt einfach mein Problem, mein Verlangen ist gerade auch gar nicht so groß, Donkey Kong Country Returns zu spielen, um ehrlich zu sein. So, wir bräuchten jetzt die Wette, Freunde. Das ist so eher die Problematik. Da bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht mal so heiß drauf, das zu spielen. 20 Gift-Subs pro DK-Stream, ja dann. Aber absolut easy. Auch wenn ich hier nochmal erwähnen möchte, ne? Weil ich glaube, ne? Das ist einigen nicht so bewusst von diesen 20 Gift-Subs. Das sind ja 4 Euro pro Sub. Das sind 80 Euro, was eine Menge ist. Aber da kommen nur 40 bei mir an, circa. Das möchte ich hier nochmal erwähnt haben für die Leute, ne? Dass ihr das auf dem Schirm habt. Das ist ein bisschen knifflig. Warum ist hier einfach gar keine Musik? What the hell? Warte bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr können wir sehr gerne machen. Hört sich stark nach deinem Problem an. Nee, also hört sich eigentlich. Nee, warte mal, das ist einfach ein dummer Gedankengang, weil du gibst 80 Euro dafür aus, dass ich 40 bekomme und du gibst 40 einfach an Twitch, die sich einfach nur den Arsch abfreuen, dass du so dumm warst und denen einfach so 40 Euro in den Arsch geschoben hast, sag ich mal. Also deshalb ist ja im Endeffekt immer schlauer, eine normale Donation zu machen, als Subs rauszuhauen. Ne, also Subs sind immer eine coole Sache. Ich will nur sagen, ne, dass ihr das im Hinterkopf habt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, habt ihr das nicht so im Kopf. Weil dann quasi, ne? So von dem her, wenn ihr versteht, wie ich es meine. Mir ist es ja grundsätzlich komplett wurscht, wie ihr das macht. Das ist ja eure Sache. Okay, das sah actually sehr cool aus. Bei der normalen Donation bekomme ich den gesamten Betrag, ja. Wie viel musst du bei der normalen Spende abgeben? Boah, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist ja immer. Das wird ja am Ende des Jahres quasi bei mir berechnet. Also das kann ich dir jetzt nicht. Ich weiß, wie viel ich quasi noch, wie viele Steuern pro Monat ich quasi nachzahlen müsste. Delta Wind. Ah ja. Na gut. Das auch in. Oh, der strategische Boss mit dem Königsschild, dass ich erstmal Mon daneben setzen kann. Das ist actually wild. Okay, da sitzt erstmal ein Wompel daneben. Ich glaube, ein Wompel daneben ist okay. Ich meine, mein Erdbeben macht jetzt trotzdem weniger Damage. Das ist einfach Level 35. Hat sich einfach ein Wompel daneben gesetzt. Level 35. Ach, ist das süß. Schade, Wompel, das war's dann wohl mit dir. Tschüss. Er war schon ein bisschen süß. Und jetzt kriegen wir einen knackigen Special Attack Boost, Freunde. Stark! Das ist ein mächtiger. Schaut ihn euch an. Irgendwie witzig. Ich dachte mir gerade irgendwie, ich glaube, ich fand Wompel noch nie so süß wie in diesem Moment, muss ich gestehen. F an die, wo gegen Downy gewettet haben.
Hat Jerry gerade wirklich an die wogegen geschrieben? Eieiei. Und ein Menki auch noch, okay. Okay, vom Menki habe ich aber ein bisschen mehr Angst, muss ich gestehen. Aber ich denke, ein Erdbeben ist auf jeden Fall noch drin. Das sollte auch noch machbar sein. Ha, schade. Menki leider auch gewone-shottet. Das ist aber deprimierend. Nee, ja, Waumpel war geiler. Noch ein Seelenherz-Boost, Freunde. Cesaris, viel Spaß beim Rasenmähen. Ja, es werden hier nur gefährliche Pokémon reingeschickt, Freunde. Man kennt's. Hat der eigentlich einen Death-Boost bekommen oder warum mache ich so wenig Schaden trotz Expertengurt? Oh ja, der ist plus 3 Verteidigung. Das erklärt einiges. Das erklärt tatsächlich einiges. Keiner hat Level X immer voll entwickelt eingestellt. Doch, aber ist halt 45, ne? Das dauert halt ein wenig, ne? Und wenn halt Wampel Level 35 kommt, dann, ja, dann ist es so, ne? Ja, damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Trials abgehakt, oder? Das sollte eigentlich easy geschafft sein. Wunderbar. So ein glücklicher Drache, so sieht's aus. Seht ihn euch an, Downy der Mächtige. Bisschen erbärmlich vom Spiel, ja. Also, bisher hat das Spiel nicht wirklich krasse Gegner rausgeholt, muss ich gestehen. Also ich glaube, wir hatten einmal ein sehr wildes Rayquaza. Aber ansonsten war es das, um ehrlich zu sein. Klar gab es noch so den Saat-Ex-Moment und so ein bisschen, aber ich weiß noch damals in Usum, da gab es krankere Gegner auf jeden Fall. Da gab es wesentlich krankere Gegner. Kommen alle in der Liga. Ey, wegen mir kann die Liga sehr gerne sehr spannend werden. Da habe ich keine Probleme mit. Du hast gerade deinen Stuhl zu Brennholz verarbeitet. Was zum Teufel hast du getan? Es ist immer wieder faszinierend. Nur der Mensch Jerry ist einfach eine Faszination für sich, muss ich sagen. Ist einfach ein faszinierendes Wesen. Ja, wir wollen hier keine Verallgemeinerung mit dem Hashtag Mod-Kompetenz. Da bin ich auch gegen. Für diese doch etwas gemeine Verallgemeinerung. Mein Gott! Danke. Steig, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüsselü. Habe ich bitte irgendwie so ein bisschen was, was das wegmachen kann? Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kein Hashtag, kein Mod-Shaming. Ja, das ist das Wichtige, Freunde. So, ich glaube, ich wollte gerade sagen, hier müsste ja dann dieses Podium-Dings sein. Das war nur auf Jerry bezogen. Na gut, dann ist okay. Jerry vs. Wild Bite auf Downys YouTube-Kanal zu sehen. Ja, da reicht's, glaube ich, wenn ich Jerry einfach in einem normalen Wald aussetze. Damit ist der schon überfordert. Ich sage ehrlich, ich wäre auch überfordert. Ich würde auch niemals bei diesem Format mitmachen, weil das wäre krank. Oh, ich wurde sogar geheilt. Ich hätte gar nicht zurücklaufen müssen. Weil das tue ich mir nicht an. Da brodelt ja auch schon wieder die Gerüchteküche, dass es angeblich irgendwie so einen Unfall gegeben hätte. Weil es gibt auch irgendwie, man konnte sehen, dass irgend so ein, wie nennt man das? Ich wollte gerade Heilhelikopter sagen. So ein Medikopter, nenne ich es jetzt mal, in die Richtung genau auch geflogen ist und alles. Also ja, ich sehe die schon in der Sahara-Wüste sterben, ja. Also ich weiß auch nicht, also das tue ich mir nicht an. Da tue ich mir auch einfach nicht an. Das ist einfach nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Da sehe ich mich nicht. Da hätte ich auch, hey, auch einfach keine Lust drauf. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne so normal in der Zivilisation hier lebt. Also ich erkenne auch gar keinen Reiz. Ich hätte auch gar keinen Bock, einfach nur eine Nacht in einem Zelt oder so zu pennen. Da kriege ich ja schon das Kotzen. Ein Helikopter, ja. Aber ich hätte ja, also, so Leute, die freiwillig einfach wandern gehen. Und wobei wandern ist jetzt nochmal, ist finde ich nicht ganz so schlimm, aber so wandern gehen. Und dann einfach irgendwo noch mit dem Zelt übernachten. Uah! Nee, das können die nicht. Also gerade das mit dem Zelt übernachten. Ach du heilige Scheiße. Aber wandern finde ich auch fast genauso schlimm. Nicht ganz so schlimm, aber boah, wandern, ey. Das ist quasi Spazierengehen für Fortgeschrittene. Und ich finde ja Spazierengehen schon grausam. Warum will ich dann den fortgeschrittenen Kurs machen? Wandern, nice. Nee. Auch wandern ist nicht nice, da bin ich ja ganz dick raus. Bah, beides Katastrophe. Beides unfassbar langweilig auch. Ich wandere gerne vom Bett in die Küche und zurück. Das Wandern gefällt mir auch. Da bin ich dann auch dabei. Das ist dann Wandern für die Couch-Potatoes, da bin ich drin.
Ich habe einmal in dem Zelt gepennt, habe ca. 30 Minuten Schlaf bekommen. Ey, das ist halt auch so schlimm. Und der Boden ist kacke und alles ist so weird. Irgendwelche Viecher kommen vielleicht noch ins Zelt. Was weiß ich, wer da. Nee, bin ich einfach. Nee. Nee, einfach nee. Wandern, unnötig lange Wege gehen, um am Ende wieder am Anfang anzukommen. Ja. Um vielleicht. Also, ich verstehe irgendwo, dass es eine coole Aussicht geben könnte und sowas. Aber ich sage euch, wie es ist. Da kann ich auch drauf scheißen. Da google ich mir ein cooles Bild und schaue mir das so 20 Sekunden an. Das ist nicht die richtige Einstellung. Ich weiß, das ist mir bewusst. Aber nee, da bin ich einfach nicht. Also, ich sehe es hier ein, so Stadttour und so. Da lasse ich mich inzwischen drauf ein. Das finde ich ganz cool. Weil da kann ich dann auch sagen, so ein bisschen Bucketlist-mäßig hat man das abgehakt. Ne? Deshalb so Phantasialand und so finde ich auch ganz cool, mal gewesen zu sein. Ob ich jetzt nochmal ins Phantasialand müsste, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt die coolen Achterbahnen abgehakt. Ich müsste sowas auch nicht unbedingt nochmal fahren. Auch zum Beispiel im Europapark müsste ich jetzt nicht mehr irgendwie irgendeine krasse Achterbahn neu fahren und sowas. Warte, kriegen wir jetzt den direkt? Ah nein, der benutzt noch seine Attacke. Ja, so eine Seilbahn. Boah, wobei Seilbahn. Ich muss sagen, inzwischen, ich glaube, also. Ich glaube, ich habe inzwischen echt so ein bisschen Höhenangst entwickelt. Das taugt mir auch alles gar nicht mehr so sehr, die Höhe. Also, wenn ich mich da so eher unsicher fühle, da bin ich dann auch dick weg. Dann schaut sich einfach 10 Minuten den Weg auf Google Maps an. Das war's, ja. Also, wo ich sagen muss, also, was ich noch einsehe, so wandermäßig, ne, ich meine, durch Japan zu driven oder zu gehen, weil du musst ja auch teilweise da ziemlich viel wahrscheinlich auch rumgehen und so. Da siehst du wenigstens durchgehend im Endeffekt was. Aber es ist auch ein bisschen wandermäßig. So ein bisschen Wandersetting, sage ich mal. Aber da, boah, da denke ich mir auch, boah, das wird richtig anstrengend. Ich habe mega Bock nach Japan zu fliegen. Weil ich finde auch die Kultur, es sieht alles so cool aus. Warum sieht das alles da so cool aus? Ich frage mich, ob wenn man da lebt, man das auch alles so cool findet. Im Übrigen bräuchten wir wieder eine Wette. Und ich würde einmal kurz alles auf 56 bringen, dann haben wir alles schön einheitlich auf demselben Level. Weil es eine andere Kultur ist. Ja, eben, das ist halt das krass. Ja, gut, ich meine, sowas wie. Ne, mir fällt kein gutes Beispiel ein. Ich nehme es zurück. Ich frage mich halt, ob sowas wie Schweden und so auch eine andere Kultur dann ist und so. Aber ich glaube, Schweden ist da nicht das Richtige. Oder sowas wie Norwegen und so, diese. Alles, was so weiter oben dort ist, ob das so was ist. Wo man sich auch denkt, ist krass. Ja, ist 180 Grad auf jeden Fall. Aber in der Natur kann man im Zweifel auch Fahrrad fahren, geht schneller und ist weniger anstrengend. Das auch noch. In der Stadt spricht man ja nicht von Wandern, das ist was anderes, das stimmt. Boah, das Ding ist, ich muss sagen, das hier sieht ja gerade actually mega cool aus, ne? Dieser Ort. Warum sieht der so geil aus? Oh Freunde, hier und draußen sieht es so aus, als wird gleich ganz miese Brise, richtig kranker Sturm gleich abgehen bei uns. Mega. Dort aufwachsen. In Japan leben wollen würde ich nicht. Also allein die Arbeitsmentalität und allem drum und dran, nee. Nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Da wäre ich dick raus. Nürnberg ist schon Krise, eieiei. Das zieht auch zu dir, ich denke auch. Aber können wir kurz drüber reden, dass das schon wieder so ein mega geiler Ort ist, aus dem man viel mehr hätte machen können und. Man hat es einfach nicht gemacht. Da war vorgestern Strom weg bei mir, oje. Felduntergang überleben, dann kämpfen wir, Freunde, da sehe ich mich. Machen die nicht 70 bis 80 Stunden pro Woche? Das wäre ja grauenhaft. Also ich glaube, mindestens 50 machen die. Ich glaube, die arbeiten ja mindestens so 10 Stunden pro Tag. Wir sind da zu viele Leute, wir sind ja in München schon zu viele. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass das in Japan gar nicht so schlimm sein wird. Weil ich glaube, da sind die Leute so kultivierter in der Form, die wissen, die einen gehen rechts, die anderen gehen links. Wenn ich auf einer fucking Rolltreppe bin, lasse ich links den Weg frei, dass die Leute da noch schnell vorbeigehen können und alles. Das ist ja auch so ein bisschen das Land der Introvertierten und alles. Also ich glaube, das ist dabei weitem nicht so schlimm. Wollt ihr wirklich die Arbeit in Japan wissen? Ja, hau raus. Nee, diese Meinung ist ja lost. Dass in Japan die Leute zivilisierter unterwegs sind?
Bei Rolltreppen macht das niemand. Nee, das könnt ihr mir nicht immer noch nicht verzählen. Da haben wir schon mal drüber geredet gehabt. Und ich sag immer noch, das ist der dümmste Lost Take, den ihr als Chat jemals gebracht habt. Wenn man eine freaking Rolltreppe hoch oder runter geht, dann wird links freigelassen für die Leute, die schnell runter müssen, weil sie zu der scheiß U-Bahn oder so müssen. Zumindest in München ist das so. Nicht, es gibt Treppen. Es gibt auch an manchen Stellen keine Treppen. Und wenn du halt schnell runter musst, dann gehst du halt die scheiß Rolltreppe. Gerade in München. Und da könnt ihr mir verzählen, was ihr wollt. Das ist so. Weil das ist einfach nur eine Bullshit. Ein riesengroßer L-Take, den ihr da macht. Also Leute, die links einfach stehen bleiben, sind die größten Saftsäcke, die ich auf diesem Planeten jemals gesehen habe. Rechts stehen, links gehen. So einfach funktioniert das. Und wer was anderes sagt, der lebt entweder nicht in der Großstadt oder ist gefühlt noch nie irgendwo gewesen, wo Leute auch mal schnell zu einer U-Bahn müssen, weil sie halt keinen Bock haben, 5 Minuten auf die nächste U-Bahn zu warten, weil sowieso immer irgendwas mit den Bahnen ist. Gott, ey, so eine Bullshit-Aussage, der Wahnsinn. Vor allem dann sagst du denen noch, ey, können Sie bitte weggehen? Und dann schauen die dich meistens auch erstmal wie der letzte Vollidiot an. Und du denkst dir, Bro, meine U-Bahn steht da unten. Ich würde die echt gerne erwischen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier noch 5 Minuten zu warten. Ich will einfach nach Hause. Oder du musst halt einfach schnell zur U-Bahn, weil die U-Bahn dich zur nächsten U-Bahn oder so bringt. Und dann kommt ihr mir mit, nee, dann nimm halt die Treppe. Bro, es gibt gefühlt nur am Hauptbahnhof eine Treppe. Ansonsten sind bei sau vielen Orten auch einfach nur Rolltreppen. Und selbst wenn, bist du halt mit der Rolltreppe einfach schneller. Mein Gott, ey. Boah. Also das sind schlimmer als manche Essen-Takes hier. Ich sag euch, wie es ist. Den Take finde ich schlimmer als Nudeln zu haten. So, und jetzt habe ich's gesagt. Ihr seid die schlimmeren Leute. Sorry, Finale. Tony, die Rage-Rolltreppen. Man muss es auch einmal mal wieder hier festhalten. Wer bitte ist so lost und steht links auf der Rolltreppe? Jerry anscheinend und Flo. Das sind so diese zwei Saftsäcke, die links auf der Rolltreppe stehen. Die ratschen wahrscheinlich noch, stehen nebeneinander und denken sich, ach Mensch, ist das schön auf dieser Rolltreppe. Ich würde am liebsten einfach die Rolltreppe in der entgegengesetzten Richtung einfach nach oben gehen oder so. Das wäre doch jetzt witzig, weil es ja witzig. Oh. Aber gut, Jerry und Flo, das sind, ich glaube, die dürfen wir an der Stelle auch einfach nicht als Maßstab nehmen, weil die sind dann an der Stelle auch einfach nur gigantisch lost. Oh. Wir dürfen nicht wechseln. Okay, das ist nervig, weil das blockiert mir meine Kehrtwende. Aber okay. Claire's Mock hätte der auch noch. Wow, das ist sogar echt. Könnte ich nicht mal setupen. Ah, das ist nervig, dass meine Kehrtwende blockiert ist. Das gefällt mir nicht. Und dass die Level 55 ist, ist aber auch wild. Sie wechselt raus. Jetzt seht zu. Seht zu, wie ich diese Frau predikte. Und kein Highlight-Team. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Bin ich ehrlich. Okay, das war richtig saftiger Damage. Halleluja. Dann schallern wir den mit dem... Ja, das war's. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Max up, my Bro. Tschüss. Es war mir auch wurscht, welchen Omni... welchen Boost der hat, weil es ist ja eh wurscht. Ich kann eh nichts machen, außer angreifen. Okay, Florges hat sich wenigstens dadurch fast selber besiegt. Oh, ist Kehrtwende gleich wechseln? Fände, dass das ein Loophole wäre. Wir haben mal drüber geredet und ich habe festgelegt, dass ich sage, ich drücke dann keinen Momentum-Move. Weil es wäre halt ein Loophole, ja. Aber dann wäre das ein bisschen lame, gerade wenn man die TM halt auch findet. Weil Reiser. Aber ich hätte maybe sogar es dienen sollen. Bedroher war Reiser auch sehr nervig. Ich habe gar keine SD. Oh Gott, das kann sich jetzt ziehen. Ach, du heilige Scheiße. Boah, vor allem Bedroher ist ja mega kacke mit Nichtwechseln. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich werde euch als erstes auf der Rolltreppe sehen. Ich sag dir, wie es ist, Jerry. Wenn du vor einer Rolltreppe vor mir stehst und links bist, dich schubse ich runter. Und da wird auch die Polizei am Ende sagen und alle, die zum Unfallort kommen, er wollte es nicht. Nein. Ja, nicht wechseln gilt für jedes Mon. Ach, du heilige... Oh mein Gott, ich habe immer noch die Offensivweste drauf. Schubsen auf der linken Bahn der Rolltreppe ist Selbstverteidigung, keine Körperverletzung. So sieht's aus. Oh.
Ja, ne, Freunde. Das war es dann wahrscheinlich auch mit Sandama. Bro, der benutzt halt aber auch Genesung immer zum perfekten Zeitpunkt auch. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir diesen Kampf schaffen, ne? Ja, ich glaube, da hättet ihr actually sogar mindestens zwei Todemons machen können. Da wart ihr aber auch sehr nett mit den Punkten. Die waren schon sehr free. Der hätte sogar einen Nahkampf gehabt. Ja gut, dann ist sowieso rum. So, das war's dann mit dem Chatmon. Und jetzt können wir auch aufhören zu speeden. Jetzt ist halt die Frage, wen schickt man rein? Also wir hätten halt hier gute offensive Werte. Aber ich glaube, es muss halt eigentlich er hier sein. Dann hoffen wir mal, dass Bisaflor es irgendwie hinbekommt. Warum wechselt sie? Was soll das? Okay. Interessanter Wechsel an der Stelle in Alibis. Das war's dann auch mit Alibis. War ein guter Wechsel, hat mir gut gefallen. Gastro. Oh nee. Oh nee, und ich kann dem nicht mal gescheit was. Ich hab Toxin immerhin, aber. Oh Gott. Warum wechselt er nicht Gastrodon? Warum hat sie drei Wasser-Pokémon? Bist du dumm? Vor allem so viele Kackviecher. Vielleicht hat er ja Vegetarier. Das könnte actually sein, ja. Wird zumindest Sinn ergeben. Ja, mega geil. Der hat auch noch Frostvolt drauf. Ed läuft aber auch einfach, Freunde. Ed läuft atemberaubend. Atemberaubend ist es hier. Ach, du heilige Kacke. Wir gehen schon mal auf Ruheort. Da kommt der Frostvolt. Scheiße, das Spiel geht gleich kaputt. Okay, immerhin über. Ja, klar. Okay, immerhin keine Fullpara. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich sag auch, die Mods dürfen sich mal ein bisschen, wenn Emote-Only an ist, ein bisschen zurückhalten, weil sonst entmodde ich euch in der Zeit. Ja, nee, werde ich nicht machen, aber schon ein bisschen lame, wenn ihr mich fragt. Ein bisschen lame. Hallo Mimsu, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Ich glaube, ich muss jetzt einfach die ganze Zeit gegenroosten und er muss sich halt am Toxin-Timer töten lassen, ne? Actually haben nur Jerry und Rodeo geschrieben. Ja, aber ich dachte, ich breite es mal allgemein aus. Ist ja kein Cheat, ne? Weiß ich jetzt nicht. Einfach ein Loser wäre kein Mod, ist easy. Sagt dir Flo jetzt für die Aussage entmodden? Wäre schon ein bisschen witzig, ne? Skill-Issue wäre kein Mod, ist Jerry jetzt entmodden für die Aussage wäre auch witzig. Lingambäre erhöht die Verteidigung. Stark. Wie war das nochmal mit keinen Verallgemeinern? Ja, ich weiß nicht. Wäre schon sehr witzig, ne? Endlich Freiheit, weiß ich jetzt nicht. Amigento. Was für eins. Das ist, glaube ich, normal. Was für ein. Ah, ich kann mir die Boosts nicht mal angucken? Okay, das ist wirklich ein bisschen frech, hä? Und er kann viele. Naja, das wird wahrscheinlich wehtun. Ja, damit wird ne. Ja, Nanashi ist tot. Cool. Mega. Atemberaubend, Freunde. Oh. Ja, jetzt brauche ich halt auch Simsala nicht reinwerfen. Das heißt, ich denke, es wird jetzt Alola Stone machen dürfen. Normalerweise werden die angezeigt. Ja, aber vielleicht werden sie in diesem Kampf noch nicht angezeigt. Kopfstoß. Oh. Aber wir haben eine gute Death. Oh. Das Problem ist, ich glaube. Oh mein Gott, ich schaller mich selber in die Range. Ach du Scheiße, der nächste Kopfstoß wird mich killen. Bitte dodgen. Oder er ist dumm. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ich glaube schon, die Nasok geht in diesem Stream vorbei. Ah, warte mal ab. Noch sind wir in the Rennen. Okay, er wächst auf. Viel in der Kopfstoß. Mega-Hieb und den letzten Move wissen wir noch nicht. Ich feiere es, wie er bei Ruhrort einfach auch sein komisches Katapult da abfeuert. Das Problem ist, ich muss halt weiter Ruhrort drücken, falls er auf Kopfstoß wechselt. Hallo Liam, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Leo. So, jetzt sind wir wieder in der Range. Ja, wo ich halt Erdbeben drücken muss. Ne? Ich kann halt nicht Stromstoß drücken, wenn der Kopfstoß drückt und mich dann. Aha! So kenne ich das. Okay, ich muss aber sagen, ich feiere es, wie Golem Erdbeben einsetzt. Das ist ja mega knuffig, wie er sich einfach auf sein Popöchen schmeißt. Das finde ich schon ein bisschen zum Giggeln, muss ich gestehen. Das ist schon sehr funny. So. Und damit war es das auch mit Amigento, Wunderbärchen. So, und jetzt. Ach ja. Oh.
Aber der hat gefühlt immer nur Wasserdüse gedrückt gehabt, ne? Aber jetzt haben wir wieder den Bedroher. Oh, stimmt! Oh, Siegeswille, actually wild. Aber ich glaube, dann könnte Erdbeben killen und ich muss mir nicht noch mehr Damage geben. Ah, okay, schade. Rodrigo, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüsselü. Der Siegeswille actually mega nice. Ich freue mich schon auf Alola Geowatz in den DLCs. Aber ich glaube, der ist mir eigentlich relativ egal. Okay, ich hoffe, der heilt sich nochmal. Ach, nee, Bruder. Ach, warum machst du das? Das ist, ja, wow, Alter, dann hätte ich da Vorstromstoß eingesetzt. Du. Es stirbt halt einfach alles hier, ne? Okay, immerhin haben wir Wahlreiser weg. Papunga wäre es jetzt gewesen, weiß ich nicht. Wird Spaß sehr groß geschrieben. Oh nee, und oh, ich habe vergessen, dass das letzte Mal noch Cleo. Aber. Wobei, ich glaube, maybe sind wir schnell und dann killen wir den eh. Dann muss nicht Dog auch noch sterben. Okay. Wir haben, ich sag mal, Togekiss durchgebracht, ist mit das Wichtigste. Aber. Ja. Also so mega gut lief das jetzt nicht, ne? Wow, langweilig. Ja, es sind 4 Pokémon gestorben. Mega langweilig. Was ist das hier für eine langweilige Scheiße? Der Wahnsinn. Der Storystrang in dem Spiel ist immer noch etwas weird, wenn ihr mich fragt, um ehrlich zu sein. Warte, greift das Teil jetzt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier überhaupt passiert. Was war das jetzt? Was hat der jetzt gemacht? Den Kampf kennst du gar nicht. Wahrscheinlich hast du nie Mond und Sonne gespielt, sondern nur Ultrasonne und Ultramond. Da gibt es den nämlich nicht. Joa. Nö? Ich hätte gern meinen Maxax behalten, muss ich gestehen, aber ja. Damit ist Anego wieder draußen. Ist auch faszinierend, wie sich die einfach mit dem Anego fusioniert hatte. Auch eigentlich. Eigentlich hat Alola mega den interessanten, oder hätte mega den interessanten Storystrang haben können. Ich sag, noch cooler wäre es gewesen, wenn das so einfach ein Kampf wäre, der so vor dem finalen Bosskampf irgendwo ist, dass man das schon mal sieht und dann kommt eine noch krassere Verwandlung oder so, dass sowas irgendwie angeteased wird oder so. Ey, man hätte aus der Story echt viel machen können, ne? Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, muss ich gestehen. Aber man hätte aus dieser Story sehr viel mehr machen können. Imaginiere, die würde jetzt einfach sterben. Das wäre auch wild. Wäre cool gewesen, wenn die Ultra-Bestien angegriffen hätten. Ja, haben sie ja im Endeffekt auch, ne? Sie haben ja im Endeffekt. Also es wäre cool gewesen, wenn man die hier bekämpfen hätte müssen. Das auf jeden Fall. Trotzdem hat die Story so viel mehr Tiefe als Karmesin und Purpur. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Verschiedene Ultra-Bestien, die sich alle mit Leute fusionieren, ja. Das wäre actually sehr funny. Aber dann wäre es, dann fände ich es besser, wenn die selber das Ultra-Biest dann in den Kampf schicken und das einen Omni-Boost oder so bekommt. Und nicht, dass die dann auf einmal mit ihrem normalen Trainer-Squad da antreten. Also das finde ich hier halt mega weird an dem Kampf. Wäre halt cool, wenn die nicht Postgame wären. Ja, das checke ich halt gar nicht, weil eigentlich sind die ja so ein bisschen das Aushängeschild. Und dann kommen die einfach im Postgame erst vor. Und selbst im Postgame sind die mega lame, weil da geht es nur darum, die zu fangen. Mehr nicht. Das ist halt so, weiß ich nicht. So, und ich denke mal, das ist für uns alle in Ordnung, wenn wir die Scheiße hier einfach wegspeeden, weil die uns nicht juckt. Die kann da machen und labern, was sie will. Das ist mir jetzt erstmal schön Wumpe. Ich habe die nämlich erst im dritten Playthrough bemerkt, das ist auch okay. Ich sag, ein Katagami fusioniert mit Halasee, bestimmt witzig, das weiß ich nicht. Dann einfach alle Pokémon-Team ebenfalls mit ihr fusionieren, weiß ich nicht. So, dann gucken wir mal, was dieses wundervolle Mannequin hier wird. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Legi wird. Ich glaube nicht. Aber warte mal, aber wir. Ja, wir werfen einfach den Meisterball drauf. Und dann muss ich jetzt den Squad dafür nicht extra umändern. Und dann passt es schon. So, auf was werden wir unseren Meisterball werfen, Freunde? Warum auch immer Lunala Mahinapea wird. Macht. Ja! Doch! Da werfe ich wirklich den Meisterball drauf. Zedra King, sehr, sehr geiler Boy.
Einfach auch spontan Level 61, auch sehr wild. Nein, da. Jetzt Wompe. Wompe wäre funny gewesen. Aber Kingdra sehr cool. Kingdra ist ein sehr geiler Gesell. Der kommt auch straight up ins Team. Da haben wir mal eine Feuerresistenz auch. Das ist auch nicht verkehrt. Sodale. Dann hat er hoffentlich. Boah, vor allem, wenn der jetzt auch noch eine geile Fähigkeit hat, ne? Ich fände es cool eigentlich, wenn der auch so Speed Boost hätte. Ich weiß nicht warum, aber das Teil sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre das, als hätte es so Speed Boost. Ah, ich hätte ihn fast Leon 2 nennen müssen. Mumie. Ja, ist okay. Wir haben plus Special Attack gewesen. Das ist ganz cool. So, dann hauen wir den gleich mal in den Squad hinein. Den brauchen wir eh nimmer. F an Maxax an der Stelle. So. Und ich glaube, jetzt würden wir ja eigentlich zur Pokémon-Liga gehen können, oder? Jetzt kommt doch dieser Eispfad, den wir machen könnten. Und dann war's das ansonsten. Weil dann können wir jetzt erstmal unseren Squad Gott sei Dank neu aufstellen, dann gucken wir mal. Weil so viele Encounter kriegen wir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, einen kriegen wir noch. Warum chillt er denn hier? Wo kommt er her? Aber okay. Dann gehen wir schon mal. Ah, wir werden sogar hier gleich abgesetzt. Aber hier kommt, glaube ich, dann nochmal der Kampf gegen Dings. Deshalb machen wir das mal noch nicht. So. Du, mein Freund, darfst erstmal auf die Todesbox. Dann darf Alola Sandama auf die Deathbox. Dann darf Bisaflor auf die Deathbox. Ja, du bist Zapdos. Ja, ich glaube auch nicht, dass du nochmal wiederbelebt wirst. Deshalb ist das, denke ich, okay. Und du kommst dahin. So, dann hoffen wir jetzt. Wobei, wir können halt auch Nidoking reinnehmen. Nidoking auch sehr geil. Dann, wobei aber Mack passt natürlich jetzt gerade eigentlich sehr schön rein. Dann nehmen wir, I guess, ihn hier noch mit. Ja, Sepe Royal ist halt weak as shit. Aber wir haben auch kein Dings mehr für den. Wir haben echt wenige Mons nur noch, ne? Ja, I guess, es muss sogar Sepe Royal rein. So. Und jetzt gucken wir mal, würde der sich einfach so entwickeln? Oder brauchen wir wirklich Antikraft? Das sieht mir. Nein, er entwickelt sich so. Geil. Wunderbar, weil dann haben wir jetzt auch noch ein Mamo. Und dann schaut das Team schon wieder gar nicht mehr so ultra krank schlimm aus. Von dem, was wir halt jetzt da haben, ne? Also immer noch nicht mega geil. Ich würde auch alles auf 58 mal bringen. Mentalkraft gönnen. Ich sag, Mentalkraft wäre. Phantomkraft, auch eine sehr interessante Coverage. Die nehmen wir natürlich mit. Ui, Memo, das sagt man, das sagt man. So, ich glaube, 58 ist wahrscheinlich ein gutes Level für den. So, dann gucken wir mal, was unser Serpe Royal hoffen. Also, wenn Serpe Royal halt auch nichts lernt, dann müssen wir mal gucken, was wir aus dem machen. Aber ich hoffe einfach, da kommt ein bisschen was zustande. Blättersturm finde ich schon mal nicht verkehrt. Leider kein Contrary, ne? Oh, imaginiere jetzt Contrary haben. Oh. Das wäre ein Träumchen. So mega. Alter. Weil er lernt aber auch scheiße, ne? Wir schauen uns die Fähigkeit gleich noch an, ja. Lassen Sie mich erst noch alles fertig leveln. Und dann machen wir das Natürlichement. So. Ich glaube auch, irgendjemand hatte was wegen Wegsperre Alola Slymog mal in die Kommentare geschrieben gehabt und sich darüber lustig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das ist immer noch die beste Unlichtattacke, die der gerade lernen kann. Also, schwierig, ne? Schwierig. So. Zen-Kopfstoß. Ja, aber ich wüsste nicht. Nee, es passt schon. Simple, Serpe Royal für den -4-Drop. Das wäre natürlich auch atemberaubend. Oh mein Gott, Mamo kann Stromstoß lernen, habe ich gerade gesehen. Mamo hat Wunderhaut. Das ist doch das von Milotic, ne? Wehrt mit robustem Körper viele Statusattacken ab. Nee, was ist Wunderhaut? Warte, ist das Dazzling? Ist das das von Knirfisch? Das ist das von Knirfisch, oder? Weil das ja dann actually auch so wird. Brauchen wir Flying Press für irgendwas? Die Frage ist eher, brauchen wir Phantomkraft für irgendwas? Aber das sind 1000 Wellen. Nee, dann Erdbeben besser. So, Psychoschock hätten wir hier noch. Durchbruch. Finsteraura ist Coverage.
Kniffischblock Prio. Ah, dann war es der Prio-Blocker. Aber nee, dann ist das doch was anderes vermutlich, ne? Zauberschein. Na, nee, Strauchler, Akrobatik. Verhöhner Gifthieb. Bringe ich ihm sehr gerne bei. Dann haben wir noch was gegen Feen. Das ist ganz nice. Flammenwurf kann der lernen. Gegen Stahl-Pokémon auch nicht schlecht. Dann lassen wir mal die Aquabitze weg. Haben Kniffisch, Inikoraille, Simbolare und Omot. Dann habe ich immer noch keine Ahnung, was es genau macht, um ehrlich zu sein. U-Turn-Memo? Ja, das ist auch. Das ist mein Freund. Oh mein Gott, der könnte auch Roost. Und der hier auch. Boah, es kann so viel Roost, ne? Das ist ja geil. Ja, dann scheiß doch auf Flying Press, oder? Wobei, dann mache ich fast Stromstoß weg, weil wir ja U-Turn dann einfach raus bei den Mons, die mir nicht gefallen. Haben wir noch Psychnese. Schmalhorn, Irrlicht, kann Serperoyal Irrlicht, nein. Ladestrahl könnte der lernen. Keine Voltwechsel, nein. Warte mal, was? Smizzler kann Voltwechsel? Scheiß mal auf Ruhrhaut. Wunderhaut senkt die Genauigkeit von Statusattacken des Gegners auf 50%, sofern diese auf Besitzerfähigkeit ziehen. Ah, okay, das ist actually ganz cool. Also, besser natürlich als nix. Okay, Serperoyal kann schon mal Toxin lernen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das gibt denen schon mal ein bisschen mehr Sinn auch. Boah, machen wir so ein Plageset? Ich glaube, wir machen so ein weirdes Plageset aus dem. Kraftschub könnte der auch lernen. Hat der sonst echt keine Coverage, die ich den irgendwie noch so dazu beibringen könnte? Kehrtwende. Aber dann brauche ich keine Plage. Ah, dass der kein Ruheort kann, ist ein bisschen nervig. Ja, I guess, ich bringe ihm einfach noch Schmalhorn bei als Coverage-Option. Dann bleiben wir einfach bei Strauchler. Ja, ist jetzt nicht. Oder Ladestrahl. Ladestrahl finde ich sogar noch besser. Ja. Ist jetzt nicht der krasseste Squad, den wir hier haben, aber hey, Chatmon könnt ihr noch gerne bestimmen. Klaro. Expertengurt. Würde ich sogar auf Mamo hauen. Wobei Mamo kriegt, glaube ich, eher die Erdtafel. Expertengurt können wir dem hier geben. Ansonsten. Zedra King, Mamo, Zedra King, Slimog. Wer hat gerade noch kein Item? Er hier. Und der hat den Heißbrocken. Nee, den brauchst du ganz bestimmt nicht. Also ich sehe bisher mehr Dings, deshalb, na, wie heißt er? Ja, komm, dann kriegst du halt was zum Flinchen. Ich glaube, irgendwie was Besseres haben wir. Aber wir hätten sogar noch einen Blattstein. Moment, dann gucken wir mal noch, was Vegeta kann. Weil dann ist maybe nämlich Vegeta halt einfach nützlicher, ja? Wait a minute. Wobei, dann muss ich den aber erst so hochleveln, weil sonst lernt der nichts mehr. Oh. Wieder leveln. Eieieiei. Das beide Unkraut hochleveln. Tropenkick. Okay, der ist jetzt schon besser als Serperoyal. Dann nehmen wir den rein. Also Vegeta würde jetzt auch nochmal im Angebot stehen. Bringt der auch nichts, wenn nicht wechseln aktiv ist. Das ist richtig. Dann schauen wir mal, ob der noch ein bisschen was lernt. Mikro knistert das Mikro schon wieder. Ich hasse es. Ich weiß nicht. Es passiert aber auch nur im Stream, ne? Das ist krass. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht bei jedem irgendwie ist, was auch sehr weird ist. Janacht mit den vielen Sonderbomben ist auf einmal sehr viel richtig gemacht. Das ist korrekt. Die haben viel, viel dafür getan, dass ich solche Randomizers besser spielen kann. Kuss geht raus an die. Boah, ich merke gerade, dass die Kamera auch inzwischen mega kacke aussieht. Ey, guck mal, der hat Grassfire und Water Coverage. Das ist ja mega geil. Actually. Schaut der, glaube ich, mit einem Expertengurt echt nice aus. Ich habe das Gefühl, der will nichts mehr lernen. Wann kommt der eigene Downy-Hack, wenn du mir die Zeit dafür verschaffst? Starter-Core in einem Pokémon, das fühlt man. Die gute Firewater-Gras-Kavarisch. So. Dann. Boah, ich weiß halt nicht, was ich Dings geben soll. Warte mal, müsste hier nicht. Nee, da ist der Mondstein. Und der Mondstein, na, 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 na.
Hier, nimm meine Zeit, mach was draus, na gut. Einmal Mimso beauftragen. Ich glaube, der ist gerade mit seinem eigenen Hack etwas beschäftigt. Ist aber auch nur eine steile Hypothese meinerseits. Warte, wen? Ah, ich hab. Dann kriegst du den Kingstein. Keine Ahnung, dann kriegst du den Schafzander, weil, mein Gott. So, was haben wir denn? Wieder Psychoschock und Durchbruch kann der lernen. Durchbruch. Ich weiß halt nicht, ob der Durchbruch bräuchte. Ich bring's ihm mal bei. Oder Psychoschock besser ist. Wir haben halt kein Kampf-Pokémon gerade. Strauchler könnte der noch, aber das brauchen wir nicht. Gift-Hieb, aber. Wobei, wir haben zwar Magieflamme. Aber wenn wir. Wobei, Base Power 75 und ein Special Attack Drop ist eigentlich schon sehr geil. Oh nee, er kann wirklich kehrt werden. Naja, gut, dann Durchbruch weg. Stimmt, ich habe noch Offensivwesten. Ja, die kriegt er. Ja, eigentlich passt sein Set jetzt schon so. Also. Oh! Scheiße, ich weiß nicht, was ich jetzt Mac machen soll, ne? Ich glaube, ich mach Kehrtwende actually weg. Der hat viel zu gute Coverage. Hilfe! Ich bin überfordert. Vegeta actually too good. So, warte mal. Dann kriegst du das hier. Ne, und dann passt das eigentlich. Vegeta noch nie so gute Coverage zumindest. Vor allem, der kann jetzt den Angriff und die Special Attack senken und die Genauigkeit. Und er hat schon. Wir haben unser Magenkrempler-Mon wieder. Okay, Vegeta muss ja unser Chatmon damit werden. Vegeta hat sich offiziell zum Chatmon gerade hochgearbeitet. Unser Magenkrempler ist wieder da, Freunde. Gott sei Dank. Was hätten wir auch ohne den gemacht? Was würden wir denn auch ohne Magenkrempler machen, Freunde? Haben wir hier noch unser Seedraking, den Geilen. Hat auch eine sehr, sehr starke Coverage, muss man sagen. Wir haben jetzt zweimal Mumie. Auch eine wilde Sache. Da passt alles. Wir haben freaking Kehrtwende Mamo. Also ganz, ganz wilde Dinge haben wir jetzt hier. So, und ich würde noch. Irgendwas wollte ich gerade noch verändern, was ich gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr was. Das habe ich gerade gesehen. Ah, ich würde Psychokinese auf Simsala hauen. Einfach nur, weil ich 5 AP Dimensionsloch. Ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Deshalb hätte ich lieber gerne die Psychokinese. Zack, da ist sie. Und dann klatschen wir es drauf. Die Affen sind in Radical Red Bus. Das finde ich cool, weil ich finde, die Affen kriegen immer ein bisschen, mir persönlich ein bisschen zu viel Hate, muss ich fast sagen. So. Aber meine lieben Freunde der Sonne. Ich würde dann sagen, für heute soll es das gewesen sein. Dann haben wir am Samstag das Finale tatsächlich. Und werden da halt diese siegelstraßenmäßigen Kram da machen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Wir hören uns hoffentlich Samstag wieder. Und ich hoffe, wir schaffen da unsere Twitch-Log. Ich hoffe, ihr seid. Nicht Samstag, Sonntag. Sorry, Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann und ciao. Bye bye. Schönen Abend.